Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute klären wir mal gemeinsam die Frage, wann nehme ich bei Trillern einen Hilfsgriff zu Hilfe und wann nehme ich den normalen Griff? Dazu knöpfen wir uns mal die erste Oktave, die tiefste Oktave auf der Blockflöte vor. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Was sind eigentlich Hilfsgriffe auf der Blockflöte, beziehungsweise wie setze ich sie ein, zum Beispiel beim Spielen von Trillern? Was Triller genau sind und wie man sie grundsätzlich spielt, nämlich als Vorhalt von der oberen Nebennote aus, das könnt ihr euch in meinem Video anschauen. Triller auf der Blockflöte, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Sehr kurz zusammengefasst wird ein Triller gespielt aus der Hauptnote, der Note, die dasteht, und wie hier im Bild aus der kleinen aufgeschriebenen Note der oberen Nebennote. Also ein Wechsel zwischen diesen beiden Tönen hin und her. Hilfsgriffe anstelle von den normalen Griffen nehme ich beim Blockflötespielen hinzu, wenn entweder die Griffverbindung zwischen diesen beiden Griffen der beiden Töne zu schwierig ist und das mit einem Alternativgriff besser geht. Oder wenn ich den Hilfsgriff verwenden möchte, weil er leiser klingt oder sogar lauter als der eigentliche Griff. In unserem Fall, wo es heute um die Triller geht, wollen wir mal schauen nach bestimmten Hilfsgriffen für Trillergriffe, also für Verbindungen zwischen zwei Tönen, um das Ganze besser in den Griff zu bekommen. Ich habe jetzt hier eine Altblockflöte und ich habe auch die Beispiele auf der Altblockflöte gespielt. Ich kann euch aber, wenn ich nicht vergesse, das überall zu machen, auch die Töne nennen, die das dann auf der Sopranblockflöte wären. Aber ihr könnt ja auch sehen, welche Griffe ich nehme. Und das ist ja auf dem C-Instrument genauso wie auf dem F-Instrument. Also es scheint erstmal einfach. Trillern muss ich, indem ich hin und her wechsle zwischen zwei Tönen. Was ist aber, wenn das nicht gut klappt, wenn es mit dem normalen Griff nicht geht und entweder unmöglich zu greifen ist oder fast unmöglich oder komisch klingt? Hier lasse ich euch mal ein paar Beispiele hören von Trillern, die ich einfach mit dem normalen Griff spiele und wie das dann klingt, wenn ich keinen Hilfsgriff verwende. Heute betrachten wir nur die erste Oktave, also vom tiefen F an, bei der Sopran wäre das das tiefe C, bis zum mittleren F, um mal so eine Idee zu kriegen, wo ich jetzt die normalen Griffe nehmen würde und wo Hilfsgriffe. Also wenn ich mal die Tonleiter jetzt von unten an durchgehe, dann ist es kein Problem, mit den normalen Griffen zu trillern auf dem tiefen F, beziehungsweise Sopran oder Tenor tiefes C. Da kann ich einfach mit dem nächst höheren, mit dem G trillern, beziehungsweise dem D. Und sogar wenn ich jetzt einen Triller auf dem tiefen Fis hätte, also wo das Halbloch nur zu ist, ist das genauso einfach. Dann brauche ich nur mit dem halben Finger zu trillern. Und entsprechend geht es leicht auch auf dem G, beziehungsweise auf dem Gis. Also das wäre natürlich bei Sopran D oder Dis. So ganz komplizierte Triller, die sehr selten vorkommen, die habe ich jetzt außer Acht gelassen. Also rein theoretisch könntet ihr ja auch einen Triller haben vom Ges oder Cis, Fis. Schon ganz durcheinander, also von diesem Halbloch auf den Ganzen. Oder hier was wäre das dann? Ass,
aufs G oder vom Ass aufs Ges sogar. Also so ausgefallene Sachen, die kommen selten vor, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Ich mache heute die Oktave durch, aber die gebräuchlichsten Triller, die euch auch wirklich oft begegnen in Stücken. So, also bis dahin ging das ja reibungslos. Und jetzt kommt aber, wenn ich jetzt nochmal weitergehe, das A. Und wenn ich jetzt einen Triller auf dem A habe, muss ich ja entweder vom B aus trillern oder vom H aus trillern, je nach Vorzeichen. Und bei der Sopran wäre das Triller auf dem E vom F aus oder Triller auf dem E vom Fis aus. So, und da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil wenn ich das mit den normalen Griffen probiere, dann wird das unangenehm. Also das war jetzt mal der Triller vom B aufs A. Ja, also der Triller auf dem A mit der oberen Nebennote B. Und dafür gibt es, soweit ich weiß, keinen wirklichen Hilfsgriff, sondern das ist jetzt so ein Zwischending, was ihr hier machen müsst. Ich nenne das immer einen Mogeltriller. Also da macht ihr erst die normalen Griffe hin und her. Und dann, wenn es schneller wird, mogelt ihr, indem ihr nur noch diesen Mittelfinger bewegt. Ja, und genauso ist es dann beim Triller auf dem A vom H aus. Das ist auch ziemlich unangenehm, wenn man das mit den beiden Normalgriffen trillern müsste. Deshalb würde ich hier empfehlen, auch erst mit den normalen beiden Griffen für H und A abzuwechseln und am Schluss in diesem Fall nur noch mit dem rechten Zeigefinger zu trillern. So, wenn ich dann weitergehe in der kleinen Tonleiter, den Triller auf dem B kann ich ja vom C aus machen. Ich könnte ihn theoretisch auch vom Cis aus machen, aber wie gesagt, sowas Kompliziertes lasse ich weg. Also der Triller auf dem B vom C aus kommt sehr oft vor, den kann man ganz normal spielen. Und ebenso den Triller auf dem H, auch vom C aus. Und das wäre auf der Sopran Triller auf F, Triller auf Fis. Dann kommt das C oder auch G. Und das ist auch wieder ganz einfach, wenn ich vom D aus trillern will. Und wenn ich jetzt statt dem C ein Cis habe, ist es auch ganz leicht. Denn dann triller ich tatsächlich einfach mit der ganzen rechten Hand. Also mit 1, 2, 1,5 würde ich da nehmen als Basisgriff. Je nach Stück, je nach Stimmung, je nach Tonart, je nach Akkord, den ihr gerade spielen müsst, kann das auch mal ganz abgedeckt sein. Und theoretisch kann es auch weg sein. Dann würde ich das aber eher als Des bezeichnen. Aber das wird jetzt verwirrend. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also das Cis, wenn ihr mit D und Cis trillert, dann könnt ihr einfach den normalen Griff nehmen. So, dann gehen wir mal weiter. Dann käme das D oder auch das A auf der Sopran. Und da wird es dann wieder unangenehm, wenn ich vom S aus trillern möchte. Egal, ob ihr euer S so spielt oder so, könnt ihr eigentlich den gleichen Hilfsgriff verwenden. Ich zeige euch das mal. Also ich gehe mal aus von meinem Vera S, wie ich das gerne spiele. Wenn ich das einfach so greife, dann brauche ich nur, um ein D zu bekommen, den untersten aufs Halbe zu machen, das ist schon wichtig, nicht ganz drauf, aufs Halbe. Und da triller ich einfach mit dem Zeigefinger. So, und wenn ihr das S immer so spielt, dann braucht ihr nur komplementär sozusagen jetzt die Finger hinzuzunehmen, die ich immer drauf habe beim S. Auch hier kann man wieder so einen Mogeltriller machen. Eigentlich gibt es ja einen Hilfsgriff und ich finde, der klingt ja auch nicht schlecht. Ich verwende trotzdem manchmal so einen Mogeltriller. Ja, doofes Wort, aber das habe ich mal irgendwann kreiert und mir fällt einfach nichts Besseres ein. Ein Mogeltriller.
Und wenn ihr euch fragt, wieso, also das wende ich sehr gerne an in französischer Barockmusik. Da passt das klanglich gut, finde ich. Bei den Franzosen gab es ja sogar Terztriller, also sehr große Trillerabstände, nicht eine Sekunde, also von einem Ton vom nächsthöheren aus, sondern vom übernächsthöheren aus. Und ich finde, es klingt sehr französisch, wenn man so einen Triller spielt, erfordert aber ein bisschen Übung und man muss sich das trauen und es auch wieder gut durchdenken, dass man weiß, was man macht, dann ist es eigentlich kein Problem. Einfacher ist es jetzt natürlich, wenn ich den Triller auf dem D vom E aus habe, dann kann ich einfach ganz normal trillern. Wenn ich jetzt einen Triller habe auf dem S vom E aus, dann ist es auch ganz leicht. Dann greife ich das E und greife das S. Greife E, greife S. Beziehungsweise greife E, greife S, greife E, greife S. So, jetzt kommt der vielleicht am häufigsten vorkommende Triller, kommt mir so vor, nämlich der vom F aus auf dem E, also genauer gesagt der Triller auf E. Ihr habt in den Noten ein E stehen oder ein H bei der Sopranblockflöte und sollt dann von oben aus trillern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr kein Kreuz in dem Stück drin habt, also dass ihr vom F aus trillert, denn wenn es ein Fis wäre, dann wären wir jetzt schon Richtung zweite Oktave, glaube ich, oder? Ja, das mache ich dann vielleicht ein anderes Mal, falls euch das interessiert. Also ich gehe heute nur bis zum F. Ein Triller auf dem E vom F aus. So, das ist auch wieder richtig blöd, wenn man das mit den normalen Griffen machen müsste. Und dafür gibt es den, glaube ich, bekanntesten Hilfsgriff, nämlich statt so zu wechseln, mache ich vom F aus, um zum E zu gelangen, einfach diesen Finger drauf. Und das kennen sicher viele von euch, diesen Griff. Oder auch das H bei der Sopran. Es gibt sogar viele Spielerinnen und Spieler, die das H oder das E auf der Alt immer so spielen. Und da bin ich dagegen. Also, ich mag diesen Griff nicht vom Klang her. Ich finde, dieses E klingt so unterschiedlich zu dem normalen E, so viel dumpfer und leiser. Dass es sich nicht im normalen Ablauf mitten im Stück so gut einsetzen lässt. Es ist, weil es so schön leise ist, gut einsetzbar bei Schlussfloskeln, wenn es auch leise enden soll und vor allem, wenn dann die Schlussnote nach dem Triller auch leise ist. Aber wenn ihr mitten in einem normal lauten Stück seid und ihr verwendet dieses E, dann fällt das auf. Also das kann man hören, wenn jemand einfach spielt und man guckt nicht hin und er verwendet für dieses E diesen Hilfsgriff oder fürs H, das fällt auf, das hört man. Und das ist schade, finde ich. Natürlich ist der Triller damit leicht zu spielen. Und das würde ich empfehlen, wie gesagt, wenn es auch leise enden soll. Wenn das nicht so ist, würde ich persönlich wieder den Mogeltriller einsetzen. Ja, bis hierhin geht es heute. Ihr seht also, man kann nicht prinzipiell sagen, man nimmt Hilfsgriffe bei Trillern oder man nimmt keine. Man muss von Fall zu Fall gucken und es gibt auch für viele Griffe ganz unterschiedliche Hilfsgriffe. Falls ihr noch ganz raffinierte Trillergriffe, Hilfsgriffe wisst, dann schreibt die gerne in die Kommentare.
Also, ihr könnt ja mal diese Griffe aus diesem Video ausprobieren, wenn ihr möchtet. Berichtet mir mal, ob das gut klappt, ob es euch vielleicht wirklich neue Erkenntnisse gebracht hat heute. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr euer Wissen und euer Können zum Blockflöte-Spielen richtig gut vertiefen wollt und schon fortgeschritten seid, dann empfehle ich euch meinen Kurs Blockflöte Next Level, einen Videokurs, den habe ich auch hier unten verlinkt. Da könnt ihr euch ganz gezielt raussuchen, was ihr üben möchtet, zum Beispiel auch ganz kompakt diese Trillergriffe. So, jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!